Hallo Freunde des Verein Whisky-Genusses. Und heute habe ich was ganz Besonderes auf meiner Seekiste. Und zwar einen japanischen Malt. Beziehungsweise japanischen Whisky. Entschuldigung. Malt nicht. Und der war für mich absolut eine Überraschung. War mein erster japanischer Whisky, den ich getrunken habe. Und ist ein Blended. Aber ihr seht, schon ordentlich ist die Flasche leer, weil ich nehme die noch öfter mal mit zu Freunden und so und den vertrinken wir dann und verkosten wir dann auf dem Lager. Er ist abgefüllt mit 51,4% und liegt preislich bei ungefähr 35 Euro. Er ist doppelt gereift, also ist doppelt Major Blended Whisky, gehe ich mal von aus, dass da zwei verschiedene Fasstypen verwendet wurden. Aufkleber drauf mit Farbstoff, schade. Ja, so dunkel wie der ist, hätte ich mir gewünscht bei den Japanern, dass da ja, ein bisschen naturbelassener ist. Na. Der letzte heute kommt ein bisschen mehr an diesen. Der Schraubverschluss, das scheint bei den Japanern aber üblich zu sein. Na, finde eine witzige Flasche. Und gerade mit der Verpackung, na, also japanische ja, Falltechnik, keine Ahnung. Da kriegt man eine Menge, denke ich mal, auf eine Palette gestapelt. Na, und den Dingen. So kompakt. 41,4% trinke ich noch ohne Wasser. Gleich in der Nase. Frucht. Gewisses Sherry-Aroma. Was Kühlendes könnte sein, dass es vom Alkohol kommt. Aber der ist Sherry-lastig, ne? Mit kräftigen Noten von Vanille, Honig, Gewürzen. Ja, das wird sich. Na, ich denke mal durch die verwendete Eiche. Hat auch so was Leichtes, was Florales. So floral ist für mich immer so ein bisschen, ja, Blumenwiese, ne, im Sommer. Wo eine Menge Blumen ihren schweren Duft abgeben. Das habe ich hier. Slante. Der schiebt kräftiger Antritt bei den 51,4%. Prickelnd auf der Zunge, aber nicht betäubend. Fruchtig, cherryfruchtig. Ordentlich Honig, ordentlich Vanille. Jetzt im Abgang zum Außenseiten so ein bisschen, ja, eine gewisse Bitterkeit. Das ist keine Zartbitterschule, das ist wirklich eine gewisse Bitterkeit. Die habe ich oft bei Scotch Blended Whiskys durch die Verwendung von diesem Korean Whisky. Wenn es kein reiner pur Malt ist,
sondern wenn da wirklich mehr oder weniger hohe Anteile an Korean Whisky drin ist, habe ich so eine ähnliche Bitterkeit. Also das ist das, was ich so mit Korean Whisky so verbinde, ne? Wenn das jetzt ein pur Malt wäre, dann hätten sie es, denke ich, mal aufgeschrieben. Die Schotten dürfen es ja nicht mehr, soweit ich weiß. Bei den Japanern weiß ich nicht. Und weil wirklich jetzt bloß draufsteht, Blended Whisky, gehe ich davon aus, dass sie eben halt neben Single Malts auch die wesentlich günstigen Korean Whiskys verwendet haben. In welchen Anteilen, weiß ich nicht. Trotzdem muss ich sagen, ein sehr schöner, gut zu trinkender, sehr runder und trotz der 51,4% recht weicher, sehr, sehr angenehmer Malt Whisky, Entschuldigung. Und ein guter Einstieg, meiner Meinung nach, in der Welt der japanischen Whiskys. Ne, die ja doch jetzt immer mehr auch zu kaufen sind, auch bei uns in Deutschland, aber eben halt preislich, ich sag mal vorsichtig, nicht ganz günstig sind. Ja, aber wenn man so einen Exoten trinken möchte, der eben halt nicht aus Schottland kommt oder aus den traditionellen Herkunftsländern von Whisky, ist bei Nika von The Barrel richtig gut beraten. Ne? Wo man eben halt sagen muss, auch die Japaner haben schon eine über ein Jahrhundert alte Tradition im Whisky brennen. Na, da sind sie deutlich erfahrener drin als die meisten europäischen Länder, Schottland mal ausgenommen und Irland, aber eben halt deutlich erfahrener als Deutschland, Schweden mit ihrer McMurray-Brennerei oder die Franzosen oder die Tschechen. Na. Also die Japaner haben von den Meistern gelernt und für mich, muss ich mal sagen, fangen sie an, an den Thron zu kratzen. Ja, also wie gesagt, ein sehr ausgewogener Single Malt, der halbe Liter für 35 Euro im Schnitt. Kann man machen, ist eine feine Sache und wie gesagt, es ist was anderes mal, ne, einen Japaner im Glas zu haben. Er schmeckt. In dem Sinne freue ich mich, wenn ihr wieder zuschaltet. Euer Ansgar.